Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mario Kart 64 auf dem Emeras LP Channel und mit mir, dem Lukas. Und dies ist der 23. Part, nicht so wie ich im letzten Teil schon erwähnte, dass das der 23. Part sei und so weiter und so fort. Ihr versteht mich schon. So, Mario GP. Und wir sind endlich in der 150er. 150 Kubik Klasse. 150. Ja, ist egal. 150 Kubik Klasse. So ist es richtig. Und wir werden unseren ersten Cup dort bestreiten. So, wen nehmen wir denn mal? Ich glaube, ich nehme einfach Peach. Weil irgendwie habe ich gute Erinnerungen an Peach. Mit der habe ich endlich den Star Cup in der 100er Klasse geschafft. Und damit schaffe ich jetzt auch noch den Mushroom Cup in der 155er Klasse. 155 ist ein bisschen komisch. Okay, Luigi's Raceway. Na, Sound ist schon mal wieder ein bisschen laut. Ich mache ihn noch mal ein bisschen leiser. Soll dem Rennen aber keinen Abbruch tun. Mal gucken, ob ich diesmal auch wieder schneller bin. Wir haben ja jetzt quasi eine Klasse raufgewechselt. In der 100er Klasse habe ich 1 Minute 40, glaube ich, für eine Runde gebraucht. Wie viel brauche ich jetzt? Das werden wir gleich sehen. Ja, Bowser macht sich natürlich erstmal unsichtbar, sollte wir den nicht treffen können. Komm schon, fahr in mich rein, fahr in mich rein. Ah, okay. Den Gefallen tut er mir nicht. Doch, jetzt. Und wir können noch rechtzeitig die Bananen loswerden. Mein neues Jahr. Jetzt sind wir auch direkt alle losgeworden. 39,7. Oder bin ich vorher in 45? Also, ich weiß, dass es schneller war, aber ich glaube, wir waren nicht 1 Minute schneller als letzte Mal. Dann habe ich mich wohl gerade vertan. Naja, aber ihr wisst, in welche Richtung das gehen soll. Wir fahren auf jeden Fall wirklich doch merklich schneller. So, den Tod haben wir abgewehrt, wir haben eine Banane, alles läuft super. So, jetzt vermeide ich natürlich erstmal das Driften, weil sonst hätte ich wieder das zu viele Tasten Problem. Nennen wir es mal einfach so. Ja, Tod hat uns leider überholt, aber wir kommen wieder ran und ja, können ihn nicht mit einer Banane abwehren. Jetzt ist auch noch Bowser vorbeigekommen, aber da, beide gekriegt. So setzt man sinnvoll Bananen ein. Jetzt können wir auch wieder driften. Das ist alles wunderbar hier. Unglaublich. So, wir haben einen guten Abstand nach hinten. Es ist die letzte Runde, wie mir gerade auffällt. Aber der Todd kommt wieder ran. Todd hat sich gedreht, Bowser kommt ran. Bowser bewirft mich mit Bananen quer durch die Kurve. Und nachdem ich erfolgreich Bowser abgewehrt habe, schaffe ich es, anhand der drei Pilze und halt den gewonnenen Vorsprung zu halten. Und es reicht für den ersten Platz in 1 Minute 57, also dreimal schneller als 40 Sekunden gefahren. Oder halt zweimal schneller oder einmal etwas langsamer. Aber wir waren schnell unterwegs und schnell Erster geworden. Und jetzt kommt die Mumu-Farm. Schon wieder Mumu-Farm. So, direkt erstmal wieder an die Spitze gesetzt. Eine Banane zum Abwehren. Reicht leider nicht für zwei, aber wir springen erfolgreich durch die Pakete durch. Denn sonst wäre das Spiel ja auch zu simpel für mich. Und wir bekommen einen goldenen Pilz und fahren quer durch die Maulwürfe. Ohne. Da bin ich an der Säule hängen geblieben. Das war nicht so gut, könnte man da. Aber neu dabei in der Führungsspitze können wir Yoshi begrüßen. Also, hallo Yoshi. Schön, dass du da bist. Habe ich nur einen zum Abschießen. Beziehungsweise, wenn ich mal was zum Abschießen kriege. Ja, das zum Beispiel. Ah, die vergesse ich immer. Das ist ein bisschen doof, ich weiß. Eigentlich sollte man so ein leichtes Hindernis nicht vergessen, aber... Der erste rote Panzer hat Yoshi getroffen. Der zweite rote Panzer wurde, glaube ich, abgewehrt und er zieht davon. Es war wieder knapp. Ich sollte wieder ein bisschen aufpassen mit den
Mal werfen, weil auf Dauer geht das nicht gut immer. So, da sind jetzt zum Beispiel welche. Und jetzt hinter der Kurve direkt, ja, wieder astrein durchgebrettert, aber nichts passiert. Das war schon die letzte Runde. Oh, habe ich gar nicht. Das ist ein sehr schnelles Rennen und da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ah, hätte ich wohl eher noch meinen roten Panzer abschießen müssen, aber wie ihr seht auf der Minimap, Joshi hat mich doch schon mächtig abgehangen. Also 3 Sekunden, 3 Sekunden 50 hat er mir abgenommen. Zum Glück hat er vorher noch nicht gepunktet. Jetzt habe ich trotzdem noch 6 Punkte Vorsprung, als hätte ich also 2 Rennen gewonnen. Ob ich es bis zum Ende halten kann, ich weiß es nicht.